Dann beginnen wir mal ein neues Spiel. Mach mal einen auf Easy. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Unruhen. Menschen werden verprügelt. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Okay. Was ist denn das hier? Jede Nacht schlimmer. Oh je. Noch 3 Tage. Dann kann mich diese Stadt mal. September 1998. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen.
Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als STARS-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person durch den Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine erogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich, abgesehen von ein paar Schlafproblemen, in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht zu hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte dies nur eine verlängerte Inkubation sein. Notizen zu Ermittlungen. Umbrella. Pharmakonzern, höchster Marktanteil der Branche. Verstärkte Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. T-Virus-Ausbruch in Arclay-Forschungseinrichtung. Fand noch vor dem Villain-Zwischenfall statt. Ah, Resident Evil 1, ja. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City. Große Spenden an Bürgermeister Warren. Kontrollieren praktisch die Stadt. Aha. Was gibt's denn noch? Offener Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht und es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch. Fühle mich wie eine lebende Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Sie werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde, oder was immer die auch mit Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts herausgebracht. In 5 Tagen. Wünsch mir Glück. Alright. Brief von einem Kollegen. An Jill Vandeltine. Hey, du Ass. Wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Das sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du da Nachforschungen fragen und stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Alles ist so schnell passiert. Die STARS war der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Vickers, STARS Alpha Team, für immer und ewig. PS? Musste diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Hm, Pizza. Und Suppe? Hey, das sieht's aus. Spaghetti.
Chevron? Wie kann das sein? Um die Uhrzeit? Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Oh, shit. Autsch. Was zur Hölle ist das Ding? Oh. Ich muss hier raus. Das wird ihn kaum aufhalten. Was zur Hölle? Möglich. Sekunde. Schnell. Okay. Ha. Und jetzt sind wir wieder drin. Als ob das ihn hindern wird. Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arklay, nur viel schlimmer. Komplett. Hey, warte! Hier unten! Verdammt nochmal! Träumen wir? Wie können so viele Menschen infiziert sein? Finde man sicher mal raus. Pass auf! Hier rein! Nein! Die Tür hinten, los! Ja! Oh, Scheiße! Hey, holt das besser? Leg dich dran! Lass uns hier abhauen! Komm, Jill! Du weißt, wie das endet! Nein, tu ich nicht!
Sind wir noch ein Team? Emma! Dann hau ab! Und versau's nicht wie ich! Geh! Tut mir leid, Brad. Oh. Sorry. Die braucht er, nimmer. Immer her damit. Oh oh. Hallo. Sir, geht's Ihnen gut? Bleib zurück! Komm ja nicht durch! Warum? Los, kommen Sie! Das ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe da nicht raus! Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin! Ciao. Bleib schon da. Sicher. Du willst doch nur mein Versteck für dich. Such woanders, Fräulein. Fräulein. Würden Sie sich bitte abregen? Ich bin von der Polizei. Wir wollen Ihnen helfen. Oh ja, das habt ihr ganz toll gemacht. Du willst helfen? Kannst ja einem der Freaks Handschellen anlegen. Sir, das ist Ihre letzte Chance. Niemand sonst kommt Sie holen. Ich gehe nirgendwo hin. Lieber verhungere ich hier drin, als von einem dieser Untoten gefressen zu werden. Jetzt lass mich in Ruhe! Ah, das sieht schon viel besser aus. Andere Farbraum. Oh. Munition. Schau, ob es da noch was zu machen gibt. Ich glaube, das reicht. Ah ja, genau. Schön und eine Suche Kraft. Hey.
Du bleib schön da drin. Oh. Mist. Schnell. Jawohl. Hey. Ah, schon wieder der. Raus hier. Klassiker. Fang an, verdammt. Obla, obla. Ja, jetzt bin ich dran, Arsch. Oh je. Yeah. Keine gute Idee. Aufstehen! Nicht du dort hinten! Komm schon, Mädel! In your face. Hey, langsam, ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bringen wir dich in Sicherheit. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ach, komm schon. Welcher Idiot hat hier zugemacht? Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Top Gun. Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu. Ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service. Kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow. Wovon redest du da? Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Skullstalker.
Okay, geh mal rein. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Was ist dahinter? Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Oh, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Oder einfach mal das Inventar öffnen und da schaue. Aha. Jo, schauen wir mal. Scheiße, Captain. Die haben ihn ordentlich zugesetzt. Kann ich die auch haben? Überleben. Ich kann mich damit heilen. Aber du nicht. Was gibt's im Kiosk? Die Kannibalenmorde. Die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein Herumtreiber zerzauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lambs Museum of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich diesen Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Wir vom News Comet haben das nagende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelte, sich nicht mit dem Café Terriassen zufrieden geben. Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiltriert, harte Fragen gestellt und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen sich einem der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite. Hier geht's.
Bill? Hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Grünes Kraut. Here we go. Und nochmal. Gunpowder. Da, da, da. Was ist das jetzt? Ach so. Halt. Kann man das irgendwie kaputt machen? Ah. Tada! Ach so. Wir bräuchten einen Schlüssel. Sieht fast so aus, als könnte ich es starten, wenn ich das richtige, was auch immer, einlege. Hier bräuchte man einen Schlüssel. Den wir nicht haben. Okay, okay. Aha. Ah. Verstauen. Das behalte mir. Kräuterfeldhandbuch. Okay. Check. Okay, aber Zwischenspeicherung. Die Bahn in Gang kriegen. Oh. Der stimmt doch gerade mal. Oh. Jawohl. Was gibt's dahinter? Ich hoffe, es lohnt sich. Ei, ei, ei. Ah! Oh, das war gut. So, wo kriegt man das jetzt her? Schießpulver. Und du?
Peaks. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Ich muss das löschen. Ja. Hallo. Oh je, das sind noch mehr. Oh je. Gibt's da noch was? Da oben. Oh, die ist offen. Tagebuch des Drogeriebesitzers. 24. August. Dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Das Zeug von denen wirkt immer noch Wunder. Überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufe werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Allerdings machen mir diese Gewaltausbrüche Sorgen, die man in den Nachrichten sieht. Vielleicht sollte ich in einen guten Safe für das ganze Geld investieren, das ich verdiene. 2. September. Das neue 2. September. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination. Noch nicht einmal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aquacure-Königin. Und sie würde sie nie einem Dieb verraten. Doch einer. Hallo? Hallo? Ah! Da ist er. Boah. Schnell weg. Was haben wir jetzt? Unter der U-Bahn? Ach, der kommt. Ei, ei, ei. Nein! Bleib dort am Boden. Kräuter. Ah, oh je. Gibt's da was? Nee. Aha, guck hier.
9, 3, 7. Aha, warte mal, links rum. Rechts rum. Und links rum. Da kriegen wir doch den Safe auf, oder? Gibt's da sonst noch was? Noch viel Blut. Bleib ja liege. Ja, gute. Die Auswahlrolle ist klasse. Oh nein. Ja. Okay, ich hab keine Flinte. Das ist jetzt doof, wa? Aha. Was noch? 15 Schuss. Picobello. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Hab uns jetzt eine Flinte besorgt. Für den Fall, dass bald das Fass überläuft. Ich werde noch mal los, Patronen holen. Ich schließe die Flinte erstmal im Kasten ein. Das sollte sie vor Dieben sicher sein. Das reimt sich auch noch. Wenn alles im Bach runtergeht, schneidet die Kette durch und benutzt die Waffe. Ich bete, dass wir es alle heil überstehen. Kollege, bleib raus. Ich sag's dir. Ah! Doch gesagt. Okay, Handgranate. Ja. Super. Sag es aber nicht, der Stempel auf. Waffenschrank. Einfach geschlossen. Jetzt. Okay, muss erst noch da zum Seiteschneider besorgen. Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Yeah. Donuts!
Lecker, lecker. Keine Reaktion. Okay. Kite Bros. Eisenbahnleitfaden. Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebs. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt wurde, müssen am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenden Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Aha. Aha. Ja, kannst du mal mit dem probieren. Geht aber nicht. Tja. Immer zu kleine Inventare. Ich hätte schon ein bisschen gerne mehr. Da kann man ja gar nichts unterbringen. Wo ist er denn? Okay. Dann mal ran an den Safe. Was war das? 9 links. Ah. Jetzt probieren wir es mal. 9. 3 rechts. Und die 7 links. Ja. Gern zurückgehen an den letzten Speicherpunkt. Da gibt es eine Kiste. Auch noch zwei. Nein! Aua! Pass ihm eine. Das war doch. Wo? Nein! War das hier? Oh oh! Hat mich, glaub, verlaufen. Ah, ne. Okay. Ablade. Mach mal das weg. Die auf jeden Fall weg. Was ist das? Ah, ne. Okay. Ah, aber braucht dann sicher noch das Rad oben zum Aufdrehen. Gesundheit, okay. Läuft. Ich speichere nochmal ab.
Okay. Das war's erstmal für den ersten Teil.